Hallöchen, meine Lieben. Ich möchte einen kleinen Tag machen, diesen Mediensucht-Tag. Den finde ich irgendwie ganz interessant und ich dachte, ich mache dort mal mit. Und dann fange ich auch gleich mal an, weil sonst wird meine Zeit wieder knapp. Ich habe mir die Fragen mal hier aufgeschrieben. Genau, und zwar die erste Frage ist, bist du Social Network bzw. Community-süchtig? Und ich würde ganz klar sagen, ich bin nicht süchtig. Ich hatte eine Zeit lang eine Phase, da war ich irgendwie, da musste ich immer Facebook checken und so, aber ja, ganz ehrlich, habe ich das wohl überwunden. Also ja, also süchtig auf gar keinen Fall. Also ich bin halt aktiv, auch bei Twitter und ja, und checke natürlich auch täglich mal meinen Facebook-Account, aber ja, aber ich bin jetzt auf jeden Fall nicht jemand, der den ganzen Tag dauernd irgendwie checken muss und ja, Angst hat. Ja, und dauerhaft irgendwie da nur rumhängt. Nee, das würde ich sagen nicht. Zweite Frage. Würdest du lieber aufs TV oder aufs Internet verzichten? Wir haben überall Fernseher. ja, wir sind eine technikverrückte Familie. Aber ich muss sagen, ich würde viel, viel lieber aufs Fernsehen verzichten. Und dafür nicht aufs Internet. Also ich ohne Internet, oh Gott, ein Tag ohne Internet und ja, das wäre eine Katastrophe, würde ich sagen. Ich habe es heute gemerkt, mein Handy war, O2 hatte eine Störung und mein Handy ging nicht mehr. Ich hatte überhaupt kein Netz mehr. Ich konnte nicht telefonieren, ich konnte keine S schreiben. Ich konnte keine E-Mails checken, verschicken. Ich konnte nicht meine Accounts checken. Und ich bin fast verrückt geworden. Es ging irgendwie 4 oder 5 Stunden. Und ja, ich war nah am Wahnsinn. Nummer 3, hörst du Radio? Wenn ja, welchen Sender am liebsten? Ich höre eigentlich nur übers Internetradio den Empfänger. Und ich höre eigentlich nur einen einzigen Sender und das ist K-Love, Great Christian Music. Das ist ein Musiksender, der in Kalifornien ansässig ist und moderne christliche Musik spielt. Den liebe ich. Also der ist sehr empfehlenswert. Viertens, liest du Zeitungen oder Zeitschriften? Ich lese überhaupt gar keine Zeitschriften. Ich kaufe auch keine. Ich hatte ganz früher mal die InTouch abonniert und habe mir auch eine Zeit lang dann, als diese Grazia neu war, die Grazia geholt. Aber generell lese ich halt wirklich nur Zeitschriften, wenn man beim Arzt sitzt. Ich habe allerdings die Süddeutsche Zeitung abonniert. Ja, ich bin sehr überzeugt von der Süddeutschen Zeitung, die ist sehr gut. Ja, was lese ich sonst ganz gerne nochmal ab und zu, den Spiegel. Das war es dann eigentlich auch. Die FAZ ist noch wirklich gut, aber das war es dann auch schon. Machst du dir groß was aus Handys? Ich hatte relativ spät ein Handy. Ich glaube, ich war die Letzte, die ein Handy hatte. Aber ich mache mir nicht, ja, habe mir nie viel groß was draus gemacht. Und dann habe ich mir vor 6 Jahren Blackberry geholt. Und ja, mit dem Blackberry damals vor 6 Jahren, da war man noch irgendwie so, da wurde man dauernd drauf angesprochen. Es war das Handy überhaupt. Bin dann Blackberry auch mal treu geblieben. Seitdem bin ich auch handyverrückt eigentlich. Und habe mir dieses Jahr mein erstes iPhone geholt, weil ich hatte mir ein Blackberry geholt, den hatte ich irgendwie nur ein paar Wochen und der wurde mir leider in Frankfurt aus der Tasche geklaut. Und vermute ich. Ich vermute es. Und ja. Und seitdem habe ich ein iPhone und seitdem, ja, bin ich handyverrückt. Sechstens, hast du ein Notebook-PC, Tablet-PC? Ich habe ein PC, ich habe 2 Notebooks, ja, ich habe so ziemlich alles. Wie gesagt, wir haben hier eine, wir sind hier technikverrückt, alle 3. Papa, Mama, Kind. ja. Deine Lieblingsbücher, das ist sehr schwer. Ich habe eigentlich keine richtigen Lieblingsbücher. Ich mag immer mal Bücher, wenn ich sie lese, aber es ist nicht so, dass ich dann sage, ich habe ein absolutes Lieblingsbuch. Meistens ist es so, wenn ich wirklich wieder ein gutes Buch lese, dann finde ich das aktuell ganz toll. Und wenn ich dann irgendwann ein anderes lese, finde ich das auch ganz toll. Ja, zurzeit lese ich Tschernobyl von Svetlana Alexievich und das ist ganz toll. Achtens, würdest du lieber auf Bücher oder auf Filme verzichten? Das ist eine sehr schwierige Frage, obwohl ich sagen muss, dadurch, dass ich durch Studium sehr viel lese, eigentlich jeden Tag mein Tagesablauf nur aus Lesen besteht und ich Filme liebe, ich meine, wir haben ja hier einen DVD-Tick, würde ich, ich will auf beides nicht verzichten, aber ich liebe Filme, gute Filme. Lieblingsserien, ja. Lieblingsserien,
King of Queens. Ja, yeah. Nein, das ist kein Rotz. King of Queens. The OC. Gossip Girl. Doctor's Diaries. Ich bediene, glaube ich, gerade alle Klischees. Ne? Kann das sein? Ja, welche Serie mag ich noch? Two and a Half Men. Ja. Und vielleicht, wahrscheinlich habe ich was verpasst. Criminal Intent. Oh mein Gott, meine absolute Lieblingsserie. Criminal Intent und Special Victims Unit. Hallo? Ich konnte das vergessen. Ich liebe sie. Oh mein Gott, die stehen vor allem. Lieblingsfilme, es wird schwer. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Lieblingsfilme. Wie gesagt, wir haben unglaublich viele Lieblingsfilme. Die fabelhafte Welt der Amelie, L.A. Crash, Mein Leben ohne mich, das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ein sehr, sehr, sehr wunderschöner Film. Filme von den Coen Brothers. Ganz, ganz viele. Ich mag eigentlich einmal querbeet alles. Alles. City of God. Ja. Mir fällt gerade spontan nicht mehr so viel ein. Es gibt unglaublich, ich finde Filme wunder. Inception. Aber ja, die alten Filme sind die besten. Wall Street. Oh mein Gott, Wall Street. Und ja, ganz viele. DVD-Abend oder Kinobesuch? Ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich habe auch häufig einen DVD-Abend, weil wenn man zu Hause sitzt und man kann nicht weggehen, weil Kindchen da und so, halt schaut man eine DVD. Aber ich gehe sehr gerne ins Kino, Kinobesuch. Ja, yeah, Popcorn. 12. Wenn du in einem Film mitspielen dürftest, welches Genre würdest du spielen? Ich wäre niemals Schauspieler. Ich würde auch freiwillig gar nicht mitspielen, weil ich fühle mich gar nicht wohl so vor der Kamera. Ich habe da echt ein Problem mit. Ja. Komisch, ne? Mach die Videos. Aber ja, aber ich glaube, wenn ich da unter Druck bin und wirklich was leisten müsste, dann wird das nicht funktionieren. Das, ja, nee. Mit welchen Serien, Film, Buchcharakter bist du seelenverwandt? Mit gar keinem. Welchen Star würdest du gerne mal treffen? Leonard Cohen. Ich finde Leonard Cohen toll. Paul McCartney. Oprah Winfrey. Ja. Ja. Ich glaube, das war's. Ja. Noch wen? Nee. Hast du Lieblingskonsolen, PC-Spiele? Also, wir haben alle Konsolen, die es gibt. Die PlayStation 3, die Xbox 360 und diesen ganzen anderen Krempel. Und wir haben auch unglaublich, glaube ich, viel Spiel. Ich müsste da meinen Mann fragen, aber ich spiele nichts. Welches ist deine Lieblingsmusikrichtung? Also, wie gesagt, ich höre gerne Christian Music, moderne. Ich höre Philipp Poise zurzeit absolut gerne, hoch und runter, tagtäglich. Adele. Ja, Adoro. Ja, das sind so. Es ist, ja, wenn ich ausgehe, höre ich auch gerne Elektro. Es ist total durchmischt. Also ich bin da gar nicht festgelegt, überhaupt nicht. 17. Welche Band, welchen Sänger fandest du als Kind toll? Und da ist mir eins eingefallen. Ich war als Kind verrückt nach Adriano Celentano. Oh meine Güte. Ich bin verrückt gewesen. Und nach diesen ganzen Western-Liedern. Ich habe unglaublich gern Western-Songs gehört. Meine Mama, glaube ich, hat die gemacht. Ich hatte so zwei Kassetten. Das war einmal eine Italo und einmal Bonanza. Die hat sie selbst aufgenommen und die habe ich total gerne gehört. Das ist mir vorhin eingefallen wieder, als ich die Fragen gelesen habe. Wie bist du zur, also letzte Frage, 18, wie bist du zu der YouTube-Community gekommen? Und ja, das ist eine gute Frage. Ich habe immer, zwei Jahre oder so, schaue ich Videos bei YouTube oder vielleicht auch drei Jahre schon, ja. Und so bin ich dazu gekommen. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Tschüss!